Diese Unterrichtseinheit ist wie folgt gegliedert, dass ich zunächst eine kurze Motivation dazu geben werde, wieso wir dieses Hamstermodell einsetzen und was das Hamstermodell überhaupt ist. Dann werde ich auf die einzelnen Grundlagen dieses Hamstermodells eingehen und werde die Befehle skizzieren, die der Hamster, der zentrale Bestandteil des Hamstermodells, ausführen kann. Anschließend folgt ein Beispiel, wie man das Hamstermodell konkret einsetzt zum Erlernen der Programmierung. Ein wesentlicher Bestandteil des Hamstermodells ist der Hamster-Simulator. Das ist ein Werkzeug, mit dem man Hamster-Programme erstellen und ausführen kann. Ich schließe dann die Unterrichtseinheit mit einer kurzen Zusammenfassung. Ich werde zwar in dieser Unterrichtseinheit eine ganze Menge Infos zum Hamstermodell geben. Viele, viele weitere nützliche Hinweise finden sich jedoch im Internet auf der Java Hamster Website, die Sie erreichen über folgenden URL www.javahamstermodell.de. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen.